Bier mit Schokolade. Eine ungewöhnliche Paarung. Bei diesen Kombinationen fahren die Geschmacksnerven Achterbahn. Wir bieten so, wie wir dort drin eigentlich sehr viel Potenzial gesehen für die Sensorik. Wir können auf der einen Seite über Produkte, die wir pären mit Bier, auf der anderen Seite können wir auch sehr viel über Bier erzählen. Es braucht natürlich für uns ziemlich viele Herausforderungen. Jetzt gerade beim Schokolade sind wir einen halben Tag zusammengesessen und haben wirklich ganz, ganz lang müssen schauen, welcher Schokolade geht, welcher nicht. Es hat jetzt für die Leute hat es ausgesehen, wie alles zusammen perfekt geht. Aber da ist sehr harte Arbeit dahinter. Ein bisschen anderer Schock und dann geht das Bier gar nicht mehr. Man bekommt ganz, ganz schlechte Noten drin. Die bewusste Kombination aus Bier und Lebensmitteln nennt sich Bier-Pairing. Im Ausland schon seit längerem bekannt. Es ist eigentlich unsere Idee entstanden, dass das Essen viel mehr so ein Pairing wird. Also in Belgien zum Beispiel machen sie das teilweise schon. Hat es Restaurants, wo nur Bier und Essen mischen und das perfekt so kombinieren. Das ist jetzt einfach bei uns noch nicht so angekommen. Aber es gibt auch durch den Biersommelier-Kurs gibt's immer mehr so das Bedürfnis auch, um das Essen mit Bier zu kombinieren. Und wieso nicht Dessert? Wieso nicht Schoki? Es geht auch genauso gut. Die Degustation Bier-Pairing stößt auf reges Interesse. Die Meinungen allerdings gehen auseinander. Es ist aber das Interessante, wenn man nur Bier trinkt oder nur Schoki isst und das dann kombinieren, dass man dann sieht, es gibt verschiedene neue Geschmackserlebnisse, sagen wir es mal so, ja. Das klappt. Das klappt gut. Ich sage jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt so die 5 Sachen probiert habe, sind mir auch nicht alle Kombinationen gleich gut eingefahren. Ich habe das sehr genossen, die Kombinationen mal zu erleben zwischen Schoki und Bier. Etwas, was man nicht prima vista würde kombinieren. Oder? Aber es funktioniert hervorragend, finde ich. Gerade die letzte Kombination hat mir sehr gefallen. Mit einem dunklen, schweren Bier zusammen mit dieser Milchschocke. Es hat einfach irgendwie neue, extrem spannende Geschmackserlebnisse hervorgerufen im Gaumen. Was bei uns kommt, ist sehr interessant. Aber ich werde wahrscheinlich nach wie vor mein Bier als Bier geniessen und Schocke als Schocke geniessen.